Oh, oh. Nein, lauf, lauf, lauf. Eieiei, ist das. Oh, oh. Ja, sehr gut, sehr gut. Der ist weg. Oh, oh. Mit deinem Baseballschläger kommst du nicht weit gegen Leute mit Waffen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Chris will spielen. Ich bin Chris. Heute noch eine Folge The Division Beta. Letzter Tag immer noch. Wie wir letzte Folge aufgehört haben in der PvP-Zone. Jetzt wollen wir uns anschauen, was wir an Stoff bzw. an Gegenständen safen konnten. In Sicherheit bringen. Ja. Das wäre, glaube ich, nicht so gut, wenn du da rauskommst. Wir können ja mal schauen, was hier auf dem Laptop hat, ob da wirklich was animiert ist. Ist sogar was animiert, sie tippt sogar. Ist eigentlich gut gemacht, ist eigentlich gut gemacht. Ich würde jetzt hier auch mal kurz auf die Details ein bisschen eingehen. Was denn? Was sollte ich sehen? Ja, dann zeig's mir halt. Ja, sei froh, dass ich nicht schlagen kann. Nicht Spaß. So. Hast du immer noch... Oh, der hat eine Magnum. Puh, eine Magnum wäre schon cool. Magnum hätte was. So ein Colt. So. Wir haben einmal eine Schrotflinte. Ach so. Puh, ach so, deshalb macht die da so viel Schaden. Das ist ja heftig. 2500. Das ist ja die ich auch habe. 2500. Das ist schon viel. Hey, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ich glaube aber fast, der hat jetzt andere Sachen gehabt als vorhin. Deshalb ist die Frage, wenn ich mich einlogge und auslogge, ob dann wirklich der Händler neue Sachen hat. Weil er steht in der Zeit dabei, wo das Zeug abläuft und dann was quasi das Lager oder das Verkaufsangebot aktualisiert wird. Es kann sein, dass natürlich nur in der Beta jetzt ist. Ist ja auch egal. Wir haben so viel Geld, haben wir eh nicht. Und da öffnen wir mal unser Lager und schauen, was wir bekommen haben. Geborgen. Ein Präzisionsgewehr, da haben wir schon. 1600 ist nicht so stark. Ins Inventar schicken. Zerlegen. Ich glaube, ich jetzt zerlegt dann auch meine Waffe. So, wir hauen jetzt erstmal alles ins Inventar. Und schauen uns das Ganze an. Jetzt habe ich hier gut aufgepasst, was ich bekommen habe. Hier schon mal nichts. Hier haben wir was bekommen, oder? Das haben wir an. Das würde unseren Schaden deutlich steigern. Unser Leben. Aua. Das ist echt so gemeint. 3% extra Tötung, das ist das Gleiche. Das gibt uns 18 davon und das 20 davon. Ja, Ausdauer ist nicht schlecht. Vor allem im PvP macht Ausdauer eigentlich schon viel aus. Ja, behalte ich mal noch in der Tasche. Aber ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei ein bisschen Leben. Dass wir nicht da zu weit runtergehen. So. Mal einen kleinen Schluck trinken. So, hier könnte man sich auch mal aussortieren. Kann ich hier was zerlegen? Nee. Dann zerlege ich ja mal. Nicht die AK zerlegen. Das Teil hier. Weil wir haben ja eine Ska, die deutlich besser ist. Hat die auch irgendwas Spezialisiertes? Nein. Zerlegen. Es ging auf. Als Schrott markieren. V. Ach, cool. Dann weiß ich, dass ich die. Ah. Schrott zerlegen. Ja, nicht Schrott zerlegen, du sollst das Teil jetzt zerlegen. Achso, als Schrott markieren. Zerlegen. Okay. Was ist passiert? Ah! Ich muss draufbleiben. Ein Waffenteil habe ich bekommen. Gut. Hilft mir in dem Fall jetzt nicht viel. Weil in der Beta ist ja noch nicht viel verfügbar. Ein Waffenteil. Das müsste Sicherheit. Ah, nee. Ach nee, das ist dann hierfür, ne? Genau. Boah, das stelle ich mir auch cool, wenn man hier wirklich coole Sachen, richtige Sachen zusammenbauen kann. Dann können wir mal weiter nach Schrott markieren. Und zwar hier haben wir bestimmt genug Schrott dabei. Ein Holovisier. 3 Stabilität. 2%. So, das ist schon mal Schrott. Was ist jetzt passiert? Achso, das ist er. Hä? Wie ist der kleine Laserpoint? Achso, ja, genau. Stimmt, stimmt. Ne, das brauche ich ja auch nicht. Stabilität.
Ja, das brauche ich auch nicht. Kopfschussschaden, nee. Das ist gut. Ja, davon nehme ich eigentlich auch nicht so viel her. Großes Kaliber, kleines Kaliber, kleines Kaliber. Ja, dann mache ich mal den auf jeden Fall noch weg. 5,5%. Der ist gut, der ist gut. Den basteln wir gleich auf unsere AK drauf. Das ist die falsche. Die wollte ich. Hier, ne? Oder? Doch, genau. 4,5%. Das haben wir drauf. Ja. Machen wir das drauf. Wobei 4,5% Stabilität ist schon... Egal, wir lassen jetzt den schönen Holzgriff drauf. Sieht auch noch super aus. So, er hat nämlich den drauf. 4,5. Ne, das passt. Dann können wir weiter schon was weckern. Also ich kann ja viel weg, die Beete hört eh auf. Von daher kann eigentlich... Kann eigentlich alles weg. Jetzt habe ich mein Handy wieder nicht auf, auf leise gestellt. Wunderbar. Gut, das ist eine Nachricht von Chris. Den wollte ich eigentlich heute noch was aufnehmen. In der PvP-Zone, dass wir mal die Bösen spielen. Das könnte eng werden. Soll ich wirklich alles wegschmeißen? Ne, dich nicht. Du bist gut. Ein Schalldämpfer für großes Kaliber würde ich auch noch aufheben. Und den guten fürs Kleine. Das sind bestimmt die Sachen, die am meisten wert sind. Du bist auch geil. Kopfschussschaden. Präzision. Ja, gut. Gut, der Rest kann weg. Ja, das ist nicht so. Hey, laufen Sie doch nicht weg! Ich bin doch gleich hier, ganz easy. Ein ganz Ort easy. Genügt und es gehört Ihnen. Wenn wir jetzt Schrott verkaufen, ja, wunderbar. Ja, ist in Ordnung. Und wie viel haben wir? 2200. Der hat halt jetzt leider wirklich nichts Geiles. Der Schrotflinte würde mich schon mal interessieren. Ich würde halt jetzt gerne mal ein paar Missionen machen, so ein bisschen farmen gehen. Dass ich wirklich eine Stunde nur die Mission mache und. Kommen Sie ruhig her und farmen. Ja. Ich würde mir wirklich gerne eine Waffe kaufen. Sehen Sie sich ruhig alles an. Kommen Sie wieder, wenn Sie was brauchen. Du hast auch nichts mehr, gell, Mädel? Nee. Da kann ich noch so nah hingehen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Puh, was machen wir denn jetzt? Ja, hier ist nichts mehr drin. Achso, das können wir auffüllen. Passt, wunderbar. Dann gehen wir schnell raus und schauen uns auf der Map um, was wir machen können. Ob wir wieder in die Dark Zone gehen. Oder vielleicht finden wir noch so ein, zwei Missionen. Aber ich habe gerade schon geschaut, ich finde echt keine Mission. Diesmal habe ich auch geschaut, dass oben rechts der Aufnahmeknopf ist. Puh. Einsatz, Werkzeug. Wenn man ja hinzoomt, bekommt man auch mehr Informationen. Spielersuche, Aufklärungsdaten. Alle. Machen wir alle. Alles super. Wird bei einer Mission mit mir nur interessieren. Wir hatten einen Einsatz. Alle. Ne. Kann man den Einsatz die Schwierigkeit erhöhen? Schwierigkeit. Ah. Ey. Mindestens empfohlene Stufe. Einsatz wiederholen. G halten. Machen wir erstmal eine Blitzreise hin. Belohnungen. Eine Waffe. Stufe 3 bis 5 sind wir ein bisschen OP jetzt. Sind wir ein bisschen OP. Wo bin ich jetzt? Achso. Finde Agent im Schwierigkeitsstufe. Agenten finden und Schwierigkeitsstufe festlegen. Okay, F. Achso, F halten. Einsatz wiederholen. Spielersuche. Nein, nein. Hallo, stopp. Nein, nein, das war jetzt Escape. Das war aus Versehen. Einsatz wiederholen. Ich würde gerne die Schwierigkeit. Kann ich die nicht? Schwierigkeit. Ah, Schwierigkeit. F. Achso, G. Schwierigkeit. Nein, nein, hallo, stopp, ich will nur die Schwierigkeit. G halten. Ah. Ein Ausrüstungsobjekt. Und dann gibt es auch mehr Credits. Gut, dann nehmen wir doch das. Auf schwer. Spielersuche. F ist wählen. Was habe ich jetzt gewählt? Kann mir das jemand sagen? Abwählen, wählen. Abwählen, wählen. Einsatz, Wiederholung. Escape, zurück. Escape, zurück. Achso, und los, oder? Schwierigkeit, schwer. Ja, und los. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Candle und ihr Team gefangen. Schön ins Gesicht, schön ins Gesicht. Als Personal für unsere medizinische Abteilung.
Wir bleiben hier als Rückendeckung. Okay, okay. Wenn Sie das medizinische Personal, mal schauen, ob das dann jetzt runterskaliert, weil ich nur einer bin, oder ob das schwierig bleibt. Komm, und auf den Kopf. Der muss weg, der muss weg. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Platschen wir hier noch so eine Heilung, da ist so einer. Ja, sie taugt mir nichts, aber man kann auf den Kopf ziehen. So, meine MP, die ist gut geeignet hier. Ja, oh oh. Und rollen. Nein, du sollst dahinter rollen. Wunderbar. Erste Waffe nehmen. Und Visier. Das waren zwei Kopftreffer. Nochmal zwei Kopftreffer. Man kann durch das Glas schießen. Wunderbar. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Kendalls Aufenthaltsort finden. Hier haben wir schon nachgeladen. Wunderbar. Langsam, langsam, langsam. Wir nehmen alles mit. Verkaufen kann man alles. Ja, genau, wir haben ja auch beim Plündern, ich glaube, einen Aussehensgegenstand gefunden. In der PvP-Zone. Die würde ich danach, wenn wir fertig sind, wenn ich es nicht vergesse, auch mal kurz anschauen. So, dann hack ich mal. Oh ja. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Okay. Muss ich weiter, oder? Ja. Schade, dass die bis jetzt noch nicht zufallen gelassen haben. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Ja, vielleicht sind sie ja freundlich. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Ah, oh. Oh, das könnte doch Schaden gemacht haben. Weil hier wahrscheinlich die Sniper gar nicht schlecht gewesen wäre. So. Habe ich jetzt die Waffe drin? Ja, ja, habe ich es. Wunderbar. Der war nah, der war nah. Hier bitte, danke. Weitere Feinde entdeckt. Oh oh. Hey, chill dir mal. Oh oh. Nein, bleib hier, bleib hier. Okay, jetzt muss ich auch. Schnell weg, und jetzt dich auch noch. Komm, 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 komm weg. Und wo ist der andere? Lad nach, lad nach. Heilung nachladen, so.
Der hält viel aus, aber der ist auch weg. Da ist der gerne. Ah ja. Da kriegt er mich nicht. Wunderbar. Ja, was denn? Was haben die denn gegen mich? Was schießt denn der? Okay, Campbell und die Staats sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobys. Ersthilfe-Ding, sehr gut. Eine MP5 mit Feuer. Hat man schon so ein Dreischuss-Teil? Wenn die vom Schaden her gut ist, ist das echt nice, weil dann macht man automatisch diesen Salbenschuss und dann ist man einfach viel genauer. Das heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. So, hier den Knopf. Ah, ja. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Kleinigkeit trinken. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Jetzt habe ich die Feuermunition angemacht. Ach so, das wollte ich ja gar nicht. Jetzt läuft die ab. Der Weg zu Kobys führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. So. Ich muss nur aufpassen, dass keiner von links kommt, mich überläuft. Komm her, komm her, komm her. Ich brauch doch mal den Kopf, langsam, langsam. Also halt dir doch mal ruhig, ich brauch den Kopf rein. Aber mir das schießt nicht jetzt. Jawohl, der ist weg. Ja, passt noch. Wäre lustig, wenn ich dann gleich zurückgehe. Und die sind alle resettet. Ich schieße aber auch schlecht. Da hinten ist einer. Okay, das war ein Headshot. Oh. Ich bin zwar laut meiner Ding nicht drauf, aber. Das war einer. Und noch einer. Nee, das war keiner. Der war drauf, wunderbar. Das könnte doch schon mal ein paar getötet haben. Ich sehe da drüben keinen. Wunderbar. Das ist cool. Dann kann man auch mit der Sniper arbeiten im Spiel. Also beziehungsweise in manchen Missionen. Würde ich mir das Spielfeld diesmal gleich von hier anschauen. Ah, da ist gar nichts aufgebaut. Was steht denn da drauf? The Game Changes. Och, ein Christbaum. Das wird echt spannend, ob sie nach der Weihnachtszeit, die eigentlich schon rum ist. Das ist ja schon Februar. Ja. Ob sie dann auch die Deko irgendwann ändern? Achso. Hi, Jungs. Ja, Moment, ich muss erstmal hier einsammeln. Sturmgewehrmunition. Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Warnung, Feinde entdeckt. Oh ja. Ziehen. Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Sind fertig. Wir sitzen fest. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug, Agent. Jo, ich komme ja schon.
alter Mann ist kein D-Zug. Der wäre jetzt natürlich auch schlau gewesen, wenn ich mir auf die Uhr geschaut hätte, wann ich angefangen habe. Ja, ungefähr. Weiß ich das? Muss ich hier rechts? Nein. Muss ich das da vorne abbiegen? Morgen ist wieder Montag. Yay. So. Alpha-Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach. Ja, hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt. Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feinfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Ja, sobald das Dach feinfrei ist, sind ja so wenig wahrscheinlich. Lad mal nach. Oh, 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 oh. Eieiei. Mit dem Dauerfeuer ist echt nicht leicht. Das wird echt gar nicht so leicht. Oh oh. Oh oh. Nein, lauf, lauf, lauf. Eieiei, ist das. Oh oh. Ja, sehr gut, sehr gut. Der ist weg. Oh, oh. Ja, mit deinem Baseballschläger kommst du nicht weit gegen Leute mit Waffen. Das habe ich auch nicht. Der wirft eine Granate. Komm, den machen wir jetzt damit weg. Steh nochmal auf, steh nochmal auf. Hier oben auf, um zu schießen. Komm, steh auf, steh auf. Sehr gut. Weitere Feinde im Anmarsch. Ja, auf zu schießen oder nicht? Oh ja, den setzen wir gut zu, den setzen wir gut zu. Oh, das ist ein Ding. Oh, oh. Das war eng. Da komm, kann ich noch eine Heilung drücken? Noch nicht mehr, jetzt. Eieiei, das ist echt anspruchsvoll. Oh. Schnell, 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 ja, ja, ja. Ja, komm, schieß, schieß die aus. Wir haben die Medizin in Sicherheit gebracht. Kendall und ihren Stab. Keine Verluste. Das war ein guter Anfang, Agent. Keine Verluste. Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Ja, klasse, nehmen wir mit. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Kendall und sehen, was sie für uns tun kann. Ein Oh, ach ja, haben wir doch schon, glaube ich. Ja, macht ja nichts. Nehmen wir alles mit. Und geben die Mission mal ab. Und alle ab, Buzzer. Und nochmal hüpfen. Ja, die locken ja immer so ein kleines Stückchen vor und dann freut man sich, dass man da ist und dann ist man noch nicht da. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Und jetzt runter.
Und damit endet diese Folge auch schon. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal wieder. Wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge, da der Part allgemein, beziehungsweise die Folge allgemein zu lang geworden wäre, habe ich sie in zwei Hälften gesplittet. Und wie es nach dieser rasanten Aufzugsbergabfahrt weitergeht, das seht ihr in Folge 9. Bis dahin, adios. I'm just too